Hallo ihr Lieben, hier ist wieder eure Sarah Bew und heute zeige ich euch mal meine Sammlung. Channel und danke, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute geht es um meine Taschensammlung. Ja, ich wurde jetzt öfter auf Instagram gefragt, ob ich hier mal ein Video drüber machen könnte, weil wenn man so ein bisschen durch meinen Kanal scrollt, dann sieht man etliche Taschen, aber jeder weiß eigentlich, dass es ja nicht meine sind. Und deswegen zeige ich euch heute mal meine Schätze und es sind sogar zwei Sachen dabei, die ich derzeit verkaufe. Du bist auch so ein begeisterter Taschenfan wie ich. Dann würde ich mich freuen, wenn du mich abonnierst, denn ich zeige dir jeden Sonntag um 13 Uhr ein neues Video über unsere Lieblingsmarken. Und ich hatte jetzt die ganze Zeit überlegt, wo ich anfange, aber ich denke, es ist einfach am sinnvollsten, meinen ersten und meinen letzten Schatz zu zeigen, also quasi wie so eine Zeitskala. Und hier ist meine erste Louis Vuitton. Ja, das ist sozusagen mein erstes Schätzchen und ihr wisst es, ich habe es ja schon gesagt, ich trage die seit einem ganzen Jahr schon nicht mehr. Ich weiß aber auch nicht, warum. Irgendwie habe ich keine Lust, die zu nehmen. Ich nehme dann immer meist so meine neueren Schätze, aber das ist sozusagen meine erste Louis Vuitton und die wird auch meines Erachtens immer da sein. Ich werde die, glaube ich, auch nicht verkaufen, weil ja, die ist eigentlich ganz schön. Und gerade so ein Vintage-Stück, wenn man die dann irgendwann mal vererbt, ist ja, denke ich, dann noch besonderer. Und das ist meine zweite Tasche, die ich mir gekauft habe von Louis Vuitton und mein erster Kauf im Louis Vuitton Store. Also die habe ich mir lange neu geholt. Die habe ich jetzt, glaube ich, auch schon seit 3-4 Jahren ungefähr. War damals noch ein bisschen günstiger als jetzt und ich fand halt mit Bandelier am besten, also mit so einem Schulterriemen fand ich es am besten und natürlich auch in der 25er Edition fand ich stand mir besser als die 30 und die 35, weil die sonst meines Erachtens mal so einknickt. Und sie hält einfach, ja, seit 3-4 Jahren, Stand, sieht super aus und ich bin wirklich sehr zufrieden, weil man kann sie einfach zu allem tragen, ob es jetzt elegant ist, dann macht man einfach hier den Riemen ab oder sportlich mit Riemen. Also die ist wirklich ein richtiger Allrounder. Und das hier war mein dritter Kauf und zwar die Sache Geldbörse und die habe ich wirklich auf Kleinanzeigen damals gekauft, hatte richtig Sorge, aber es war alles echt und alles original mit Rechnung, allem drum und dran, Fullset und ich liebe diese Geldbörse. Sie passt ja sehr gut zu Neverfull, die ich ja gleich noch zeige und zu Speedy und ich wollte unbedingt ein Portemonnaie haben, das zu Speedy passt, weil wie gesagt, die Speedy habe ich ja vor der Neverfull gehabt. Und das habe ich mir danach gekauft und zwar war es die Felicia und die war damals auch so günstig. Ich habe 765 Euro für diese bezahlt. Die kostet jetzt 1100 oder ähnliches. Das hatte ich im letzten Video gesagt und es ist einfach heftig, wie der Preis sich verändert hat. Ich habe sie, wie gesagt, für 765 bekommen und habe sie jetzt auch schon seit 3 Jahren und ich liebe sie einfach, gerade auch wegen den ganzen Innenfächern ist das natürlich auch ganz schön da mit rosa. Natürlich hat sie Gebrauchsspuren bekommen nach mehrmaligen Nutzen. Das ist hier zu sehen und natürlich auch, ich hoffe, das seht ihr, hier. Aber wie gesagt, eine Tasche ist ein Gebrauchsgegenstand, aber man kann sie ja trotzdem immer gut behandeln. Aber diesen Kauf bereue ich auch bis heute nicht, weil ich die Felicia einfach liebe und sie so elegant ist. Und jetzt kommen wir zum dramatischsten Kauf überhaupt und meine Lieblingstasche. Es handelt sich um die Multipochette World Tour, ihr seht, sie ist ein Sticker drauf. Ja, die war ja damals so richtig gehypt, ist meines Erachtens immer noch kaum verfügbar. Und damals war das wirklich unmöglich, wenn man ein ganz kleines Konto hatte, so wie ich zu dem Zeitpunkt, dass man an so eine tolle Tasche gekommen ist. Sie ist damals, ja, es hat mir eine SA gesagt, dass ich mir echt Schmuck kaufen müsste, um diese Tasche zu bekommen. Und ich habe echt schon damit abgeschlossen, dass ich diese Tasche damals bekomme. Und dann kam die World Tour raus und ich musste, wie gesagt, die Tasche unbedingt haben. Habe gesagt, okay, ich mag jetzt nicht so viele Sticker. Also was ich bei den Stickern cool finde, ist so eine Keep All oder ähnliches. Aber dachte ich für die MPA, hier so ein kleiner Sticker, das würde mich nicht stören, auch in rosa. Und ja, das ist einfach meine
wirklich Lieblingstasche, die ich so oft trage, sei es auf der Arbeit oder beim Shoppen oder auf Städtetrips. Ich liebe sie einfach und ja, ich finde sie einfach wunderschön. Und diese Tasche wird auch niemals gehen müssen. Und natürlich brauchte ich eine Geldbörse für die Multipochette und habe mir dann die Victorine gekauft. Natürlich auch in Rosa, damit das halt auch zum Gurt passt. Und ich muss sagen, ich liebe dieses Portemonnaie einfach. Ich finde es zuckersüß, es passt viel rein, also das, was man benötigt. Einziges Manko ist wirklich der Knopf. Da muss ich jetzt bald noch zu Louis Vuitton, um den auszutauschen in einem goldenen Knopf. Aber ansonsten liebe ich diese Geldbörse und habe es auch nicht bereut, diese gekauft zu haben. Und was darf bei einem Louis Vuitton-Liebhaber in der Sammlung nicht fehlen? Natürlich die Neverfull. Und die habe ich mir auch in Damier geholt mit Rosa von innen, weil ihr wisst es, ich liebe Rosa und es passt einfach am besten zu mir. Hier ist natürlich noch die Pochette mit dabei und ich muss sagen, ich glaube, ihr seht das, ich habe die so gut wie gar nicht verwendet. Das Einzige, wo ich sie verwende, ist, wenn wir in Urlaub fliegen und ich die Reisepässe irgendwo hinpacke, dann packe ich die wirklich immer in die Pochette rein. Aber wie gesagt, sonst ist die Pochette für mich immer sehr unbenutzt. Aber ja, die Neverfull liebe ich wirklich sehr. Ich hätte sie gerne noch in Azur. Aber ich muss sagen, nach einer Zeit gefällt mir beim Azur nicht, wie die Träger aussehen. Die verdrecken ja schnell. Und deswegen habe ich sie noch bis jetzt nicht geholt. Aber das Einzige, was mir hier halt auffällt bei der Neverfull in Rosa, dass hier immer diese dunklen Flecken entstehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, diese Flecken hier. Das habe ich hier ebenfalls, so dunkle Flecken. Wovon das jetzt kommt, weiß ich nicht, weil ich habe einen Organizer, achte immer darauf, dass da nichts dran kommt. Aber wie gesagt, es ist nun mal ein Gebrauchsgegenstand. Und nach der Neverfull wurde es wirklich ein bisschen ruhiger bei mir, was den Kauf angeht für Taschen. Ich habe ganz viele Wünsche gehabt, aber ich wollte kein Geld dafür ausgeben, weil ja dann auch auf einmal im April mein Antrag kam und wir dann eine Hochzeit bezahlen mussten und noch bezahlen müssen. Aber ich habe mir im August letzten Jahres die Neo Noé gekauft. Das war für mich so eine Tasche, die ich unbedingt haben musste. Der Träger hier ist nicht von Louis Vuitton, den habe ich mir extra dazu geholt. Aber irgendwie, also ich dachte, ich muss diese Tasche unbedingt haben. Aber irgendwie weiß ich nicht, ob das so meine Tasche ist. Also hier bin ich wirklich am Überlegen, ob ich sie verkaufen soll. Das ist jetzt noch kein Verkaufspost oder ähnliches. Ich bin am Überlegen, weil irgendwie dachte ich, ich bräuchte sie. Aber sehr zufrieden, weiß ich nicht, bin ich nicht so. Also die passt, glaube ich, doch nicht so zu mir, wie ich es gedacht habe. Ich finde sie weiterhin sehr, sehr schön. Aber wie gesagt, die wird wahrscheinlich bald gehen müssen. Ich bin mir aber noch nicht so sicher. Und dann kam mein Spontankauf vor 2-3 Monaten, die Pochette NM. Und ich hatte sie vorgestern zum zweiten Mal an, aber diesmal so. Und dann fand ich sie wieder ganz süß. Also ich bin immer noch unsicher, ob ich sie behalte oder ziehen lasse. Neo Noé gehört halt dazu. Ob ich die beiden gehen lasse oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich werde euch aber definitiv auf Instagram informieren. Und ja, deswegen, ich weiß es halt noch nicht. Ich finde sie halt auch sehr schön, aber die Felicie ist doch eher so meine Tasche. Aber ja, das war sozusagen mein letzter Spontankauf und das ist jetzt auch, wie gesagt, 3-4 Monate her, also 2-3 Monate her. Und ich überlege halt, wie gesagt, ob ich sie ziehen lasse oder nicht. Dann habe ich hier diesen schönen Schal, den habe ich mir nicht gekauft, den habe ich nämlich gewonnen. Und den habe ich jetzt natürlich erstmal nicht gezeigt, weil das halt keine Tasche ist. Ich wollte jetzt erstmal die Taschen zeigen und dann zeige ich sozusagen meine paar Accessoires. Und ja, mein Logomania-Schal liebe ich im Winter und ich finde den einfach super, super schön und er wertet wirklich jedes Outfit auf. Und den werde ich auch niemals gehen lassen, weil ich finde den einfach wunderschön und ich bin super zufrieden. Klar, flust der, aber ich habe so Flusenschneider, den ich mal wieder verwenden sollte. Und der schneidet dann quasi hier diese Flusen ab, dass er dann wieder so ein bisschen wie neu aussieht, aber nicht ganz neu. Also das habe ich jetzt auch nicht hingekriegt, aber diese Flusen werden dann abgeschnitten und dann sieht er wieder so ein bisschen frischer aus, würde ich sagen. Und hier habe ich etwas drin, was ich derzeit verkaufe, aber noch keinen Käufer gefunden habe. Und zwar, wenn ihr euch an mein Düsseldorf-Video erinnert, habe ich mir was in Düsseldorf gekauft, weil ja nichts mehr verfügbar war, sondern nur so Armbänder. Dieses Armband hatte ich mir gekauft, weil ich dachte, das muss ich haben.
und irgendwie trage ich das kaum mehr, also sozusagen gar nicht mehr. Und deswegen hatte ich mich dazu entschlossen, dieses zu verkaufen. Also falls ihr Interesse habt, schreibt mir gerne. Aber ja, deswegen ist das Armband auch wirklich jetzt schon in der Tüte komplett drin, weil ich es in einem Fullset verkaufe mit Rechnung, mit Karton und allem drum und dran. Und ja, mein Armband ist es doch nicht, wie ich dachte. Und ich habe nun mal ein Konkurrenzarmband geschenkt gekriegt. Was ich sogar gerade anhabe, und zwar ist es das Hermès-Armband. Und ja, das hat sozusagen mein Louis Vuitton-Armband weggekickt. Ich finde das Hermès-Armband einfach viel zu schön und musste es unbedingt haben. Habe es von meinem Mann zum Geburtstag gekriegt und ja, bin natürlich sehr, sehr zufrieden. Und deswegen verkaufe ich halt auch mein Louis Vuitton-Armband. Und das letzte Stück hier aus meiner Sammlung ist ein Gucci-Gürtel, weil ich dachte, ich brauche den unbedingt. Ich brauche unbedingt einen Gucci-Gürtel. Da kam auch gerade der Film House of Gucci raus und ich musste unbedingt den Gucci-Gürtel dann auch tragen im Kino. Ja, das ist mein Gucci-Gürtel. Und wie oft habe ich den getragen? 3-mal und verwende ihn nicht mehr, weil ich ihn ein bisschen zu klein gekauft habe. Er passt mir zwar, aber ich finde es total unangenehm und deswegen ja, verkaufe ich diesen Gürtel halt auch. Also falls ihr Interesse habt, das ist die Größe 85, das ist sozusagen die Breite hier. Schreibe ich aber gerne nochmal in die Infobox, also falls ihr Interesse habt, dann schreibt mir. Und ja, das ist sozusagen auch mein Kauf gewesen, den ich so ein bisschen bereue, weil ich hätte zwar gerne weiterhin einen Gucci-Gürtel, nur ein bisschen größer. Und ich blöd, hab den wirklich zu eng gekauft und hab dann schon dieses Sicherheitsding abgemacht. Ja, was soll man machen, ne? Ja, das war meine derzeitige Taschensammlung, aber ich will natürlich meine Taschensammlung erweitern. Ja, vielleicht müssen zwei Sachen gehen, ich bin mir ja so ein bisschen unsicher, aber es sollen auf jeden Fall neue Teile einziehen. Am liebsten die Saddleback, ihr wisst es, dann eine Keep-All fände ich toll und eine On-The-Go fände ich schön. Ja, es sind so viele Taschen, die man schön findet, eine Lady Dior, aber ist einfach gerade natürlich nicht drin. Das ist natürlich eine Taschensammlung, baut man natürlich irgendwie auf, man spart was, man darf ja nicht sein ganzes Geld ausgeben für Taschen, ne? Man muss ja auch noch andere Sachen kaufen, ne? Oder man will ja auch noch in Urlaub reisen und das ist dann natürlich eine Tasche nicht wert. Deswegen muss wahrscheinlich so ein, zwei Wünsche noch ein bisschen warten, aber wie gesagt, das ist meine Taschensammlung und ich hoffe, dass dir auch meine Taschensammlung so sehr gefällt wie mir. Ich bin sehr zufrieden damit. Wie gesagt, Neo Noé, Pochette NM, weiß ich noch nicht, ob die weiterziehen wird oder nicht, aber ich werde euch auf jeden Fall darüber informieren. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen und falls du es noch nicht gesehen hast, es gibt ein ganz tolles Forum, das heißt Taschencafé und hier könnt ihr euch einfach über eure Lieblingsmarken wirklich austauschen. Auch wenn ihr gerade einen Fake-Check benötigt, ist euch dort geholfen. Ich bin ebenfalls da und ich würde mich einfach freuen, dich demnächst dort begrüßen zu dürfen. Ich bedanke mich bei dir auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder um 13 Uhr. Bye!